Heya! Hier ist der Diebster und willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spiele ich mit euch eine Modifikation zu Star Trek Voyager Elite Force. Und zwar die erste Modifikation, die ich mit euch spiele, ihr habt den Videotitel bestimmt gelesen, ist die Captain Proton Mod. Ja, eine Modifikation aus dem Jahr 2010. Das heißt, ja, relativ neu. Gut, ist auch 5 Jahre her, aber das Spiel ist schon 15 Jahre alt. Ja, deswegen, relativ neu, weil es auch, ja, die meines Wissens letzte bisher veröffentlichte Einzelspieler-Mod für dieses Spiel gewesen ist. Also seitdem kam auch nichts Neues. Und ja, mein letztes Let's Play handelte ja um das Star Trek Voyager Elite Force Expansion Pack, wo wir das abgeschlossen haben mit der Captain Proton Mission. Und ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, von wegen einen ganzen Mod drum zu strecken, eine ganze Kampagne zu machen, in dem Stil, basierend auf Captain Proton, auf die einzelnen Episodenbeschreibungen, die wir in dem Let's Play vorgelesen haben. Weiß nicht mehr, welche Folge das war, weil wir da ziemlich viel gelesen haben in dem Let's Play. Deswegen weiß ich nicht mehr, war glaube ich relativ weit am Anfang. Und ja, diese Mod spielen wir jetzt hier. Was gibt's dazu zu sagen noch? Ich kenne diese Mod nicht, ich habe sie nur angespielt, um sie mal anzugucken, um mal sozusagen, um sie mal kennenzulernen, ein bisschen das Grundlegende. Und deswegen haben wir das Spiel auch auf Englisch umgeschaltet, weil ja es dann halt ein einheitlicheres Spielerlebnis ist, ja, wenn alles hier auf Englisch ist und nicht auf Deutsch, sondern da Englisch und Ähnliches oder auch gemischte Sprachversionen teilweise bei den Sprachausgaben, die es hier wenig gibt, aber die gibt es. Und ja, wie gesagt, habe ich nie gespielt, ist total blind und können eigentlich anfangen, denke ich, weil ich eh nicht weiß, was ich sagen wollte. Ja, einen könnte man ja meinen, unter neues Spiel könnte man nicht starten. Nein, man startet damit nur das Hauptspiel. Ja, das heißt, ja, ein bisschen verändert, es ist schon durch andere Waffen und Gegner und halt neuen Skins für die ganzen Personen und Gegner. Dann unter Mods könnte man auch meinen, dass es dort anwählbar ist, ist es auch nicht. Man muss tatsächlich diesen Mod hier manuell starten. Ja, und deswegen würde ich ja sagen, wir machen das auch. Und zwar jetzt über die gute alte Konsole, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, der irgendwie ein Spiel auf Basis der ID Tech 3 gespielt hat. Zumindest ein älteres, aber so bei neueren, wo Leute die Konsole deaktiviert, immer standardmäßig, muss man die immer manuell aktivieren. Aber ich denke mal, jeder kam ja irgendwie auf die Taste mal drauf und dann plötzlich, ich hätte ihn gefragt, was ist das? Ja, das ist die Konsole, mit der wir hier den Mod manuell starten müssen. Und zwar geht das über den Befehl Map, das heißt zum Laden einer Karte und dem Kartennamen Start, die heißt wirklich so, man einfach per Start, also nicht mehr kompliziert, man muss also nicht irgendwelche komplizierten Dateinamen raussuchen und dann aufschreiben und dann abtippen. Nein, so geht's nicht, einfach Map Start, damit kann man die Mod starten und dann landet man direkt da, um von dort aus dann weiterzumachen mit allen weiteren Leveln, die dann automatisch starten. Deswegen würde ich sagen, wir legen los und ja, beginnen mit der Captain Proton Mod. The Adventures of Captain Proton. Ja. Wie ihr seht, das ist nicht Captain Proton hier. Das ist irgendein Sternflotten-Turbolift. Das bezieht sich auf die Vorgeschichte dieser Modifikation. Tatsächlich findet diese Modifikation nach der Rückkehr der Voyager zur Erde statt. Ja, also ist tatsächlich einzuordnen zwischen dem Prolog von Star Trek Elite Force 2 und dem entsprechenden Hauptspiel. Aber nach Rückkehr der Voyager Alpha Quadranten wurde Tom Paris zu einem berühmten Holo-Roman-Autor, der entsprechend Captain Proton, der Captain Proton-Romane geschrieben hat. Und ja, die können wir jetzt im Rahmen, ja, lesen und nachspielen. Und ja, sind also quasi, gehen hier aufs Holodeck. Ja, aber hier nicht. Und können dann entsprechend die Abenteuer spielen.
So sieht das designt. Also wirklich, wir sind jetzt kein, ich bin ja nicht so wie den Captain Proton, sondern wirklich wie in einer Serie, jemand schlüpft in die Rolle von Captain Proton, das sind in dem Fall wir. Ja, so sieht das aus. Also ist jetzt kein von wegen, das ist jetzt alles Captain Proton, das ist wirklich die Welt in der Welt, ja, wo das Spiel im Spiel in dem Fall. Und irgendwie mal gucken, wo geht's hin? Hier nicht. Nein, hier nicht. Gut. Geht's hier nicht weiter? Komm mal. I think Jenny really likes you. Yeah, I know. I thought the feeling was mutual. How many times do I have to tell you I like Megan, but she won't give me the time of day? What is the difference? You can't be serious. They're the Delaney sisters, Harry. They're twins. Are you kidding? They're nothing alike. Jenny's aggressive and sometimes annoying, but Megan, she's quiet, artistic. She's got that cute little dimple in her right cheek. Jenny doesn't have the dimple? No dimple. Hey, Monroe. Hey, Alex. Hi. Ja. Tom Paris und Harry Kim. Harry Kim in Zivil. Und Tom Paris entsprechend seines Berufes als Holoromanautor. Ja, ist er jetzt entsprechend der Proton, so sinngemäß. Ja, hier war ein Dialog aus der Serie entnommen. Aus einer der Episoden. Hat man entsprechend so zusammen, ja, auseinandergeschnitten, dass man entsprechend da den einzelnen Person zugewiesen hat. Auch ganz nett. Ja, handelt hier um die Delaney-Zwillingsschwestern, die mehrmals erwähnt worden sind in der Serie und glaube ich einmal auch vorkamen in der Episode 30 Tage. Habe ich mich mal vorher mal informiert, natürlich, bevor ich das aufgenommen habe. Deswegen ist es gut, wenn man dann manchmal halt in so ein Spiel reinguckt, um man dann solche Details am Anfang zu haben, um sie dann aufzuklären. Ja. Und da kamen die Delaney-Schwestern auch vor und waren auch dort im Zuge eines Captain Proton-Romans dabei. Ja, also ich glaube, die tauchen dann hier entsprechend auch auf, die Delaney-Schwestern als Teil dieser Hologramme im Holodeck. Und ja, wir spielen immer noch Alexander Monroe, wie ihr gehört habt. Ja, also wirklich, ich kann wirklich sagen, ich weiß nicht, zeitlich, ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem Prolog stattfindet oder nach Elite Force 2, keine Ahnung, spielt vielleicht auch gar keine Rolle eigentlich, weil das jetzt gerade der einzige Realteil ist in dieser Modifikation und es eigentlich jetzt ins Holodeck gehen sollte. Ist das da? Ja, Holodeck 1 ist da. Da wollen wir mal hin. Ja, Saving Game Auto, mal die Speicherung. Okay, Holodeck Controls. Ja, immer Schwierigkeitsgrad können wir auswählen. Ja, aufgrund, dass ich diese Modifikation nicht kenne und die auch teilweise schwerer sein sollte, aber leichter, würde man sagen, wir spielen die auf Schwierigkeitsgrad normal, wie es wahrscheinlich dann drauf optimiert wurde, hoffe ich mal. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, 14 Programme. Allerdings gibt es in dieser Version der Modifikation nur 6 oder 6,5. Ursprünglich war nicht mal geplant. Ende 2010 erschien das Ganze, dass es danach noch halt noch Add-ons geben sollte, wo halt die ganzen anderen Programme nachträglich hinzugefügt werden, also freigeschaltet werden und dann sind sie halt spielbar. Aber dazu kam es leider nicht. Es gab nach der Veröffentlichung nur mal einen Patch, der diverse Bugs behoben hat, aber leider die von den Add-ons, ja, fehlt jede Spur. Die gab es leider nie. Und ich vermute, die wird es auch nicht mehr geben, weil es mittlerweile 4,5 Jahre her hat nichts so getan. Hab auch diverse Seiten abgegrast nach dieser Information irgendwie vom Entwickler, ob da noch was kommt oder ob das eingestellt ist, hab nichts so gefunden. Deswegen müssen wir mit 6 Programmen zurechtkommen. Ist auch eine ganze Menge, weil die relativ umfangreich sein sollen. Ja, wir haben ja die ersten 3 sind komplett. Der 4. ist nicht vollständig. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht ist der. Wer hat ja diverse Fehler irgendwo oder bricht da vorzeitig ab oder so, keine Ahnung. Dann haben wir hier die Offline. Das sind eigentlich diejenigen, die mal geplant waren, aber nie gekommen sind. Kann ich auch tatsächlich selbst starten. Wenn man die mal hier startet, passiert nichts. Ja, er kann die Karte nicht finden. Das heißt, eigentlich ist alles eingestellt hier für diese Missionen. Aber sie kam halt nicht. Ja, also wer drei Interesse hat, kann vielleicht selber machen, diese Missionen. Episodenbeschreibung gibt es ja, glaube ich, auch. Glaube ich, im Expansion Pack hatten wir ja mal diverse Episodenbeschreibungen, aber keine Ahnung. Ist egal, in welche Reihenfolge wir die machen, weil das ja im Grunde eine Serie ist aus den 50ern. Das heißt, abgeschlossene Folgen, immer wird
der Bösewicht am Ende besiegt und es gibt eigentlich keinen Platz für eine Fortsetzung, aber es ist ja immer so, jede Episode ist halt so, vorher passierte nie was, danach passierte nie was, also so für sich abgeschlossen einfach. Und deswegen, ja, ist eigentlich egal, was man macht, haben keine fortlaufende Handlung oder so. Aber man kann auch mit den letzten anfangen, die gibt's nämlich auch, wie man hier sieht, Fortress of Doom. Aber wir fangen am besten vorne an, würde ich sagen, mit der ersten, mit dem ersten Programm. Das ist The Secret Lab of Dr. Chaotica. Das machen wir jetzt. Also, würde ich sagen, los geht's. Ja, habe ich eben nicht vorgelesen, diese Inhaltsangabe, oh, die Vorgeschichte quasi zu der Episode, weil die ja schneller weg ist, als ich so laut vorlesen könnte. Ja, worum geht es? Buster Keaton ist erfunden, dieser Reporter. Und ja, er hat herausgefunden, dass Dr. Chaotica an einer neuen Waffe arbeitet, die entsprechend, ja, die er gegen die Menschen einsetzen möchte. Und danach ist er halt verschwunden. Und ja, wir als Captain Proton haben uns auf die Suche nach ihm gemacht, haben anhand seiner Unterlagen gefunden, wo sich diese Basis aufhalten soll, wo diese Maschine sein soll. Hier sind wir entsprechend jetzt hier, um Buster Keaton zu befreien und diese Maschine aufzuhalten. Gut. According to Buster's notes, Chaotica's laboratory is located deep underground. Proceed to the cargo staging area and find a way into the underground caverns. Ja gut, machen wir mal. Also, los geht's. Ah, alles schwarz-weiß hier, wie es halt so sein muss in den 50ern. Ganz klassisch, ey. Wir werden einfach beschlossen. Ja. Nice shot, you say so myself. Ja, es gibt auch die One-Liner auch noch. Die sind alle quasi alles zusammengeschnitten aus den paar Fetzen, die es halt bei Voyager gab. Impressive. Hab ich erwischt. Not bad. So. Jawohl. Hat man also da wirklich. Es gibt nämlich nur ein paar Cap-Potter-Folgen, wo da. Wo man wirklich auf dem Holodeck ist. Da gibt es nur 5 oder 6 Captain Proton-Folgen in der ganzen Voyager-Serie. Unter denen hat man halt diese One-Liner zusammengeschnitten. Auch ganz nett. Na, da geht man nicht hin. Was haben wir überhaupt hier? Chaos-Weifel. Ja, neue Waffen gibt es natürlich auch hier in dieser Modifikation. Extra Captain Proton abgestimmt. Klare Sache natürlich. Wo geht's jetzt hin? Ach, okay. I think I'm going to enjoy this. Control panel. Gate has been unlocked. Ja, würde mal sagen, dass diese Tür ist in unser Strom gesetzt worden. Wahrscheinlich eine Art, ja, Lavakraftwerk. Diese Lava hier soll das nun darstellen. Ah. Galana. You know, you're starting to annoy me. Ja, ja. Ja, nehmen wir mal diese Chaos-Zweifel.
Captain Proton to the rescue. It's just a shot. Aua. Ah, das hat weh getan. Waffenenergieterminal, da nehme ich natürlich auch keinen mit. Das ist keine Frage, ne? Hier ist das hier. Laser cannon has been activated. Okay. Hieß auf mich. Das ist irgendwie doof, wenn ich die unter bist, wenn ich die hier in Gang setze, ne? Mach hier wieder aus. Das ist irgendwie doof. Wozu gibt's die? Wozu gibt es die? Keine Ahnung. Wozu gibt es sie denn? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Ah, dahin geht's weiter. Dabei seht ihr nicht mal, ey. Da hat einer. Aber kann ich nicht ins Ziel nehmen, ne? Oder da noch was ist doch keiner. So einer. Impressive. Hab mich erwischt. Hör, du kannst gehen.